Promi-Geflüster ist wieder am Start, hier mit einer weihnachtlich-winterlichen Ausgabe. Und wenn wir ins neue Jahr blicken, gleich zu Beginn, am 3. Januar, laut meinen Informationen, da gibt's wieder die beliebte Krimiserie, die jetzt schon die 5. Staffel vorweisen kann, mit gleich 12 neuen Folgen, Blutige Anfänger. Und ja, eine der Rookies, es sind ja 4 an der Zahl, 2 männliche, 2 weibliche, die Louise Emily Chelsea. Ich hoffe, ich habe es wieder richtig ausgesprochen. Habe ich hier in der Leitung. Hallo, grüß dich. Hallöchen. Schön, dass es wieder klappt. Gerade haben wir so ein bisschen zurückgerechnet. Ist doch schon wieder etwas über ein Jahr, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Absolut. Viel passiert in der Zeit wieder. War wieder einiges los. Ja, einiges los. Ihr habt, wie gesagt, 12 Folgen jetzt wieder abgedreht. Die gehen jetzt an den Start. Und es wird auch einiges Neues passieren. Auch die Ausbilder, da gibt es neue Gesichter. Und natürlich wieder neue Fälle. Ja. Was kann man denn so ganz grob mal verraten? Wie geht's los? Also los geht's, glaube ich, auf jeden Fall direkt in der ersten Folge mit einer Überraschung. Also ich glaube, der erste Fall hat's direkt in sich. Es wird auch ein bisschen persönlicher für eine unserer Hauptfiguren. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr cooler Anfang wird. Ich glaube, das wird direkt von Anfang an ganz spannend. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen was sich weiter durchzieht. Also alle unsere Figuren werden in dieser Staffel ein bisschen zu kämpfen haben, jeder auf seine eigene Art und Weise. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich glaube, dieses Mal kommt da keine Rolle irgendwie zu kurz. Und die Fans können sich dann auch darauf freuen, dass die jeweilige Lieblingsfigur auch ein bisschen den Fokus hat. Ja. Also ich denke auch, letztes Mal war es ja deine Geschichte, wo so der rote Faden durchging. Und ja, diesmal ein bisschen geht es in die andere Richtung. Mhm. Da hast du ganz recht, genau. Ja, also und natürlich eure Ausbildung geht weiter, ganz klar. Die Geschichte wird auch weiter erzählt. Ich sage ja, das Erzählformat fand ich schon immer sehr spannend, weil, wie gesagt, es ist ein abgeschlossener Fall, aber es geht dann durch zumindest, glaube ich, immer mal wieder 6 Folgen so eine ganze Erzählung durch. Ist das so beibehalten? Schon, würde ich sagen. Also die Fälle in sich bleiben weiterhin pro Folge, sag ich mal, behandelt, beziehungsweise hier und da zieht sich auch mal was durch. Es war ja letztes Jahr auch so, der Fall meines Vaters oder Anastasias Vaters hat sich ja dann auch sehr lange gezogen, sag ich mal. War aber eher so eine Nebenhandlung zu dem jeweiligen Hauptfall. Aber ja, es zieht sich auf jeden Fall weiter durch, dass so unsere privaten Geschichten vor allem unter allem irgendwie drunter liegen. Und wie gesagt, diesmal hat auch jeder so ein bisschen für sich, glaube ich, was dabei. Und es ist nicht dieses, okay, Anastasia leidet hier irgendwie unter dem Verlust ihres Vaters und alle anderen sind auch dabei, sondern diesmal ist es so, jeder kriegt da sein kleines Päckchen, was er oder sie zu schleppen hat. Und das finde ich aber auch ganz schön. Also ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich letztes Jahr so einen großen Platz einnehmen durfte, aber ich finde es ultra wichtig, dass die anderen Rollen, die auch wahnsinnig viel Potenzial haben, hier jetzt auch mal zum Zug kommen und jeder auch mal so ein bisschen mehr von seiner eigenen Geschichte durchblicken lassen kann. Und deswegen bin ich total happy damit, dass das dann für mich auch zum Teil dann mal ein bisschen mehr Fokus auf die Arbeit am Fall war und weniger Privates nebenher. Das überlasse ich diesmal den anderen und das ist auch ganz schön. Ja, sehr gut. Und wer es vielleicht noch so grob in Erinnerung hat, das letzte Mal oder die letzte Staffel ist ja mit einem gewissen Attentat sozusagen auf eure Chefs geendet. Und ich glaube, euer Chef kam sogar ums Leben dabei, sozusagen, der Sammy Malouf. Es war auf jeden Fall eine ganz kritische Situation, sag ich mal. Genau, so kann man es mal stehen lassen, richtig. Genau. Ja, man hat ja hier und da vielleicht auch schon ein bisschen was gelesen. Entsprechend kann man sich vielleicht denken, wie das Ganze ausgegangen ist. Aber ja, da kommen auf jeden Fall Veränderungen auf die gesamte Belegschaft der Mordkommission zu. Und wie sie damit umgehen, wird vielleicht ganz interessant zu sehen.
Ja, wunderbar. Und dann werdet ihr bestimmt auch wieder einige Gastschauspieler dabei haben, die mit Sicherheit auch sehr interessant sind. Die einen oder anderen trifft man mal, denke ich, bestimmt immer mal wieder, auch in anderen Serien. Gibt es irgendeinen Gastschauspieler, den du hier, auf den du dich in der Staffel jetzt besonders freust? Oh, das ist schwierig. Also wir arbeiten ja wirklich in jeder Folge mit neuen Leuten zusammen. Allein schon dadurch, dass die Fälle natürlich immer immer neue Leute mit ins Boot holen. Ich sag mal so: Anastasias Mutter hat ein kleines Comeback und das finde ich persönlich natürlich super toll, zumal ich da einfach auch spielerisch immer sehr viel Spaß mit habe. Und oh, das ist noch interessant. Ein guter Freund von mir, mit dem ich schon früher bei Druck drehen durfte, hat sich zu uns gesellt für diese Staffel, für die letzten mehrere Folgen tatsächlich und hat an meiner Seite eine größere Rolle spielen dürfen. Und das war für mich eine sehr große Bereicherung, ein sehr großes Glück in diesem Sinne. Ich freue mich besonders auf Anselm Breskott. Das wird ganz, ganz toll. Der ist großartig und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Wunderbar. Druck, was ist das für ein Format gewesen? Wer es jetzt vielleicht nicht weiß oder kennt? Druck war eine Jugendserie damals, eine Webserie, lief auf YouTube und basierte auf einem Original aus Norwegen. Und es ist basically so ein Ding gewesen, wo man Jugendlichen versucht hat, eine Identifikationsmöglichkeit zu schaffen, die nicht darauf beruht, zu sagen, hier ist das Klischee und jetzt identifizier dich gefälligst damit. Klatsch, klatsch, bum, bum. So, das war halt nicht das Ding, sondern wirklich ein bisschen gefühlvoller, realistischer. Und da ging es eben wirklich viel auch um natürlich einerseits den Druck in der Schule, aber auch Druck, was die eigene Identität betrifft. Es ging um Essstörungen, es ging um viel um Sexualität, es ging um Panikattacken, es ging um die eigene Gender-Identität. Also da war auf jeden Fall sehr, sehr viel dabei. Und Anselm und ich durften damals eben bei Druck auch schon zusammen arbeiten, miteinander arbeiten. Und ich glaube, das war für uns beide ein Projekt, was sehr viel angestoßen und sehr viel bewegt hat. Und umso schöner, dass wir uns jetzt Jahre später, muss man sagen, mal wieder treffen durften und auch nochmal eine andere Konstellation zusammenspielen durften. Das war echt cool. Ja, wunderbar. Und ja, es ist ein neues Format oder ein junges Format, dieses YouTube, und man ist ja da natürlich nochmal ganz, ganz anders irgendwo sichtbar als Ja. wie im normalen TV. Ich glaube, das haben wir letztes Mal, glaube ein Stück weit, wenn ich mich so grob erinnere, auch mal angesprochen, wie so die ganzen Jugendlichen aufs Öffentlich-Rechtliche mittlerweile zukommen oder ja, das Thema generell. Was man alles sozusagen für eine Vielfalt mittlerweile geboten bekommt. Ne? Ja, absolut. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen natürlich eine Schwierigkeit nach wie vor bei den Öffentlich-Rechtlichen da dran zu bleiben. Und ja, man hat diese Mediathek, aber irgendwie, ich glaube, es ist nach wie vor leider schwierig für die Öffentlich-Rechtlichen, dem gerecht zu werden. Wobei man ja sagen muss, es gibt ganz tolle Projekte von Öffentlich-Rechtlichen, die jahrelang gut liefen, immer noch gut laufen und die auch vor allem in der Mediathek dann den Zulauf haben. Ich gucke zum Beispiel gerade wieder Türkisch für Anfänger, die Serie, die damals vom ARD kam. Und das ist wirklich eine der geilsten deutschen Serien. Klar, die ist jetzt heutzutage nicht mehr ganz so, ich sag mal, politisch korrekt, weil wir hier einfach von Anfang der 2000er reden, viele Probleme, die wir jetzt haben oder viele gesellschaftliche Probleme, über die wir jetzt offen sprechen. Über die wurde damals eben noch nicht gesprochen. Aber es ist einfach eine geile Serie. Und die kam zum Beispiel von Öffentlich-Rechtlichen. Und oh, wenn man es schaffen würde, an sowas wieder anzuknüpfen, das wäre der Hammer. Das fände ich richtig cool. Ja, definitiv, klar. Es muss ja jetzt nicht immer nur Krimis sein. Was manchmal habe ich so das Gefühl, es ist eh zu viel Mord und Totschlag im Fernsehen. Gerade allein durch die Sokos. Ich liebe sie, ich schaue sie gern, so ist es nicht. Aber, oder Tatort oder was auch immer. Es ist vielleicht manchmal doch ein Tick zu viel. Ja, man muss halt aufpassen, dass man eine Vielfalt beibehält, glaube ich. Und die Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass man halt ein Krimi-Format nach dem anderen rausballert,
Und es gibt sehr coole Formate, unter anderem die Sokos, und auch Blutige Anfänger finde ich cool, weil sie eben ein bisschen von dem klassischen Krimi-Format weggehen. Ja. Aber du hast halt trotzdem einen Vorabend geprägt von WAPO, Soko, Blutiger Anfänger, Tatort. Du weißt ja gar nicht, also wo du hingucken musst. Dann kommt noch ein Polizeiruf hier und so. Und das ist für diese eine Zielgruppe total geil. Aber vielleicht willst du ja irgendwann anfangen, auch andere Zielgruppen anzusprechen. Und ich glaube, da muss man sich ein bisschen bemühen, andere Formate auch mit in diesen Fernsehabend aufzunehmen. Wie gesagt, es gibt geile Sachen auch von Neo oder von Funk, die auch richtig, richtig gut ankommen. Jetzt will ich die im Fernsehen sehen und zwar nicht um die 23:30 Uhr Sendezeit, sondern im Vorabend oder im Abendprogramm, das wäre geil. Definitiv. Aber wie gesagt, man hat ja dann aber auch wieder die Möglichkeit, das Ganze über Mediathek oder am PC, Handy, wie auch immer. Ich glaube, viele Jugendliche nutzen einfach auch das Handy oder das Ja, Tablet. klar. Ne? Ja, klar. Ne, das ist es. Und dann komme ich noch mit Promi-Geflüster obendrauf noch. Genau. Aber da erlebt man natürlich so die ganzen Charaktere, die Schauspieler, die Musiker, was ich auch immer wieder so die bunte Palette sozusagen präsentiert, die lernt man da auch mal ein bisschen privat kennen und ich glaube, das ist ja auch mal ganz interessant und ganz nett, Auf denn jeden Fall. so kann man auch über Themen sprechen, die man sonst vielleicht gar nicht so richtig ansprechen würde, sage ich mal, ne? Ja. Gerade über die Hintergründe, was auch bei euch am Set so passiert oder generell im Fernsehen. Wir haben es gerade vorhin im Vorgespräch ja gehabt. Hier, das große Thema war jetzt dieses Jahr, vielleicht haben es der eine oder andere mitbekommen, die Streiks in Hollywood und so weiter. Ist Gott sei Dank bei uns ja nicht so, aber was Ja. würde passieren, wenn das bei uns eintreten würde? Ich meine, ich sag mal so, wenn man sich als jemand, der in dieser Branche arbeitet, ein bisschen damit auseinandersetzt, und ich finde, das muss man, ich finde, man darf das nicht ignorieren, was da drüben abgeht, dann merkt man ja schon, wow, das ist ganz schön begründet. Also das Thema, was da ja auch im Fokus stand, war ja diese ganze AI-KI-Situation. Wie schnell werden wir jetzt ersetzt durch KI, die aussieht wie wir, wie schnell werden jetzt Drehbücher durch KI geschrieben? Also es waren ja alles so Auslöser dafür, dass die Menschen sich dachten, ey, wir sind nicht ersetzbar, wir wollen diese Berufe machen und wir müssen diese Berufe machen, weil wir sind nicht durch Computer ersetzbar. Und das ist natürlich ein total wichtiges Thema. Und was man halt eben doch bemerkt hat, ist, dass Produktionen, die aus dem Ausland hier vielleicht gedreht werden oder so, die sind natürlich weggefallen. Und das ist natürlich für Leute, vor allem in den Gewerken, nehmen wir Ton, nehmen wir Licht, nehmen wir Maske, Kostüm, für die war das relevant, dass da drüben gestreikt wurde. Ich sag mal, für uns Normalverbraucher ist es halt eher so das Ding von, boah, warum kommt denn jetzt die neue Staffel meiner Lieblingsserie nicht nächstes Jahr, sondern erst übernächstes Jahr raus? Naja, weil es Leute gibt, die gerade dafür kämpfen, ihre Berufe zu behalten. So. Wir kriegen das bei der Deutschen Bahn mit. Wir merken nur so, oh Gott, die Deutsche Bahn streikt wieder, oh Gott, Richtig, es fährt richtig. wieder nichts. So, aber. Im Prinzip ist es genau dasselbe Ding. Die Leute wollen nicht ersetzt werden und sie wollen vor allem für die harte Arbeit, die sie leisten, entsprechend bezahlt werden. Und das ist vielleicht in Deutschland in der Art noch nicht angekommen, aber wir haben hierzulande trotzdem auch damit zu kämpfen gehabt. Also ich habe es im Vorgespräch kurz erzählt, für mich war dieses Jahr schon anders als zuvor. Ich hatte dieses Jahr effektiv ein Casting. Und wenn dieses eine Casting dann nichts wird, dann ist das schon sehr schade. So, ich habe großes, großes Glück, in einer Produktion wie Blutige Anfänger zu sein, die mich über einen langen Zeitraum beschäftigt und vor allem bezahlt, weil das heißt, okay, meine Miete ist gesichert, ich darf mir diese Wohnung hier weiter leisten. Aber das ist schon was, wo ich sage, da muss man sehr realistisch auf die Branche und auch die Entwicklungen innerhalb der Branche schauen. Und ich glaube, da wird man auch noch mal für sich selbst feststellen, wie viel Durchhaltevermögen in diesem Beruf man wirklich hat. Weil man muss halt leider davon ausgehen, dass es Durststrecken geben wird. So ist das nun mal. Und wenn man damit nicht umgehen kann, ist das de facto sehr schwierig. Ich meine, ich habe selber vor Blutige Anfänger ein halbes Jahr lang Fritten auf der Friedrichstraße verkauft. War das schön? Nicht immer. War es mein Traum? Auf gar keinen Fall. Ich hatte gerade mein Studium abgeschlossen, 4 Jahre studiert, Diplom bekommen und dann verkaufe ich Fritten, fand ich nicht geil, musste ich aber machen. Ja, Und nur, dass klar. ich das gemacht habe, hat mir ermöglicht,
weiter das zu verfolgen, was ich eigentlich machen wollte, weil ich eben nicht in der Existenzkrise hing. Und ich glaube, da muss Deutschland sich auch warm für anziehen, weil sowas wird früher oder später kommen. Richtig. Und überall, wo man hinhört, ja, es geht nichts, Personalmangel. Ja, wo sind die Leute alle hin? Das ist immer die große Frage, ne? Ja, ich glaube, dass es natürlich eine grundsätzliche Frage ist, die sich irgendwie jede Branche, jeder Betrieb irgendwie mal stellen muss. Warum verlieren wir Menschen? Warum verlieren wir auch Menschen ins Ausland? Ich glaube, gerade in der Filmbranche ist es natürlich auch so ein Ding, dass dieses große Internationale einen riesigen Reiz hat. Wenn ich ein Angebot für eine internationale Produktion kriegen würde, würde ich ja auch in die Luft springen und mich riesig freuen. Aber ich glaube, man muss halt ein bisschen anfangen zu gucken, was können wir aktiv tun, um die Leute, die für uns arbeiten, behalten zu können. Also wie können wir die bestmöglichen Arbeitsvoraussetzungen schaffen? Und damit meine ich jetzt nicht, sind wir eine grüne Produktion oder nicht, haben wir einen Veggie-Day oder nicht, sondern wie läuft unsere Kommunikation ab? Wie laufen unsere Bezahlungsmethoden ab? Wie können wir Arbeitszeiten anpassen? Wie können wir einfach die Leute insofern entlasten, dass sie weiterhin Lust haben, mit uns, für uns zu arbeiten? Mhm. Und ich glaube, da gibt es in sehr vielen Belangen natürlich Luft nach oben. Und auch im Filmgeschäft. Und es gibt zum Beispiel ja gerade eine Diskussion über eine 4-Tage-Woche, die sehr aktiv geführt wird. Finde ich persönlich ganz schwierig, weil wenn ich mir überlege, was wir für ein Pensum haben und das in 4 Tagen, nee, komm, Digga, bitte nicht. Aber natürlich kommt sowas nicht von nirgendwo her. Da gibt's Leute, die sind unzufrieden und die möchten gehört werden. Und ich glaube, es wird Zeit, dass man sich einfach mal ein bisschen zuhört. Definitiv, ganz genau. Das sehe ich auch dann so. Das ist richtig. Aber jetzt hier blutige Anfänger, wie gesagt, gehen an den Start. Jetzt ist natürlich die Frage wiederum, wie läuft's wieder weiter danach? Hast du dann wieder Brot? Weiß man noch nicht. Kommt erst wieder auf die Einschaltquoten an. Es hängt so vieles voneinander ab, ne? Ja, absolut. Dass man da so seine Zukunft ein Stück weit dann auch steuern und planen kann, genau. Aber ja, du hast ja vorhin schon erzählt, es gibt auch dann wieder andere Produktionen, wo du dann auch mal wieder als Gastrolle dabei bist. Ja. Ich glaube, Soko Leipzig hast du erwähnt, gell? Ja, genau. Ich durfte Anfang des Jahres tatsächlich bei der Soko Leipzig drehen für eine Episodenrolle unter der Regie von Philipp Eichholz. Und die geschulten, blutige Anfängerzuschauer wissen, dass Philipp Eichholz mit uns gedreht hat letztes Jahr, war tatsächlich der Regisseur, der uns auch besetzt hat am Anfang, großartigerweise. Und der hat mich und ein paar weitere Gesichter von Blutige Anfänger eingeladen, bei Soko Leipzig mitzuwirken, unter anderem Martin und auch Birte Hanusrichter. Wir sind da als Dreiergespann angerückt und haben mal ein bisschen die Soko aufgemischt. Das war sehr, sehr cool. Die Folge lief auch schon tatsächlich, ich glaube, im September und kam auch gut an. War auch mal ein bisschen eine andere Thematik. Es ging um das Thema Rettungsgeschwister. Also etwas, was in Deutschland tatsächlich nicht zugelassen ist. Aber du bekommst ein Kind, dein Kind hat eine Erbkrankheit, was auch immer. Und du machst ein zweites Kind, um dann Spendemöglichkeiten für dein erstes Kind zu haben. Das ist in Deutschland so nicht erlaubt. Aber das war eine Thematik, die in dieser Serie eben aufgefasst wurde. Und das fand ich irgendwie total cool, weil es eben mal was ganz anderes ist, mal was Neues ist. Und ich durfte auf der anderen Seite vom Verhör sitzen. Das war auch ganz cool. So, ich bin es ja gewöhnt, die Leute zu verhören. Und jetzt war es so, oh, okay, Moment. Jetzt muss ich mich reinfühlen, wie das ist, wenn man da drin sitzt. Und das ist schon nochmal was anderes gewesen. War aber eine sehr coole Erfahrung, eine sehr schöne Erfahrung. Auch wenn die Beziehungskonstellation ein bisschen komisch war. Dann ist Birte Hanusrichter plötzlich meine Mutter und nicht meine Chefin. Und Martin ist plötzlich mein Freund und nicht mein bester Freund. Es war ein bisschen komisch am Anfang. Da musste man sich erstmal reinfixen. Aber hat dann auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und klar, auf solche Projekte baue ich natürlich auch ganz viel, weil wogegen ich versuche, aktiv anzukämpfen, ist, auf einer Rolle hängen zu bleiben und auf eine Figur festgesetzt zu werden. Und ich spiele Anastasia Sadowski wirklich wahnsinnig gerne. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich zwischendurch nochmal wer anders sein darf, weil das ist ja das, was mich für meinen Beruf reizt und bereichert. Nämlich natürlich die Vielzahl an verschiedenen Dingen und nicht diese eine Person für immer. Richtig. Ja, das ist ja dann schnell passiert. Das Schubladendenken, da kommt man, also zumindest in Deutschland, denke ich mal, oder einmal Kommissarin, immer Kommissarin, so auf die Art, ne?
Oder gerade in der Musik, da heißt dann einmal, was weiß ich, Schlager, immer Schlager, aber dabei kann der Musiker auch ganz andere Facetten noch aus der Tasche ziehen. Klar. Das ist immer das, was ich auch ein bisschen schade finde, dann ganz Ja. klar. Aber wie gesagt, die Soko Leipzig, die Folgen, die kann man sich auch auf der Mediathek nochmal angucken. Also wer Lust und Laune hat und die Luis hier gerne mal erleben möchte, ruhig mal Mediathek Soko Leipzig suchen und dann findet man die Folge. Weil du gerade sagst, so die Vielseitigkeit, was ja wirklich ein Schauspieler ja ausmacht. Was wäre denn so eine Rolle, die dich reizen würde, mal zu spielen? Ja, das ist immer so eine Frage. Ich sage immer, ich würde gerne mal was Historisches spielen, wobei ich jetzt mit historisch gar nicht mal zwangsläufig Mittelalter meine, sondern auch irgendwie was Nahhistorisches. Eine Serie, die ich zum Beispiel richtig geil finde, ist The Crown. Und The Crown ist ja nun in der Art und Weise nicht historisch, dass wir hier nicht von Mittelalter sprechen, aber wir reden eben von einer Zeit, in der zumindest ich noch nicht gelebt habe. Deswegen ist für mich sowas historisch. Aber ja, so auf sowas hätte ich natürlich total gern mal Lust, weil es einen dazu zwingt, als Schauspielerin auch nochmal sich anders vorzubereiten, weil es eben nicht dieses Ding ist von, okay, ich spiele jetzt einfach wen anders, aber in derselben Situation, in der ich eben gerade bin, sondern ich muss mich zeitlich nochmal ganz anders reinversetzen und überlegen, wie war das denn damals? Das, also sowas reizt mich nach wie vor. Aber ich glaube, insgesamt habe ich da meine, ich will nicht sagen Erwartungshaltung runtergeschraubt, aber ich bin echt insofern verändert, dass ich sage, wenn ich eine Rolle cool finde, dann spiele ich die. Und dann ist mir das Wurst, ob das jetzt eine Rolle ist, die ich schon immer haben wollte oder was ist, was ich jetzt in dem Moment gerade spannend finde. Was ich merke, ist, dass ich Lust habe, weiter auch vielleicht in Richtung internationale Projekte zu schauen. Ich spreche nun mal fließend Englisch und bisher wurde diese Kapazität noch nicht ausgeschöpft und ja, auf sowas hätte ich auf jeden Fall auch mal Lust, weil es eine Herausforderung auch ist einfach. Ja, Muttersprache ist das eine, Fremdsprache ist nochmal was ganz anderes. Und mich würde tatsächlich interessieren, ob ich das verkauft kriege. So, also, blöd gesagt, wenn ich Englisch rede, ob man mir die Emotionen trotzdem auf die Art glaubt, wie man es hoffentlich auf Deutsch tut. So, das finde ich interessant. Ja, auf alle Fälle. Nee, und ansonsten, so Babylon Berlin oder Kudamm, oh ja, das wären doch auch tolle Projekte, denke ich auf mal. Auf jeden Fall. Also Kudamm habe ich ja wirklich abgefeiert, fand ich richtig toll. Babylon fand ich auch sehr toll, aber ich muss sagen, Kudamm hat mich noch ein bisschen mehr gecatcht, weil ich aber auch musikalisch bin. Für mich war einfach auch dieses mit der Musik sofort so, oh ja, geil, let's go, da bin ich dabei. Perfekt. Das fand ich auch sehr, sehr cool, ja. Nee, und ansonsten, ich glaube, es gibt ganz viel, was in so eine Richtung geht. Es gibt ja auch hier die Empress auf Netflix, auch eine ganz tolle Produktion, die auch ausgezeichnet wurde, weil sie eben auch so toll sich der Zeit angenähert haben und das Kostüm maskentechnisch wirklich großartig umsetzen. Also sowas finde ich klasse. Also da gibt es, glaube ich, unendliche Möglichkeiten und sowas würde mich auf jeden Fall mal reizen. Ich bin eben doch sehr in der Realität hängen geblieben, sage ich mal, bisher. Ja gut, ja, aber wie sind eigentlich so, ich sage jetzt auch mal so zeitkritische Themen, gerade wenn man so ein bisschen die Umwelt mit Umweltproblemen was macht oder ja, Krieg will ich jetzt nicht sagen, aber naja. Einfach die Sachen, die uns zurzeit alle bewegen. Auch da mal den Zeigefinger zu heben oder sowas. Ich glaube, den Zeigefinger muss man heben. Also, und da reden wir nicht nur über Umwelt, da müssen wir über Krieg reden. Wir müssen über Krieg in der Ukraine reden. Wir müssen über Krieg in Gaza reden. Zu dem Krieg in Gaza machen sehr viele Leute den Mund auf, aber sehr viele Leute halt eben auch nicht. Und ich verstehe das, weil es ist wahnsinnig schwer, bei der Masse an Informationen rauszufiltern, was ist hier real, was ist fake, was ist richtig, was ist falsch, was kann man sagen, was kann man nicht sagen. Aber ich glaube, was man sagen muss, ist, ich verurteile das zutiefst. Es geht hier um Menschen, wir reden von Menschen, die aus ihrem Land vertrieben werden. Ja. Und das ist einfach, auf Deutsch gesagt, scheiße. Und da musst du kein Rocket Science studiert haben, um das verurteilen zu können. Das musst du verurteilen, da musst du den Mund aufmachen. Und es gibt Gott sei Dank großartige Leute, die das tun.
und es ist wichtig, dass sie das tun. Ich wünschte nur, dass man irgendwie eine Möglichkeit finden könnte, solche Themen anzusprechen, ohne, wie soll ich sagen, ohne dass Leute sich ans Bein gekackt fühlen. Weil natürlich ist es scheiße, wenn du den Fernseher anmachst und alles, was du hörst, ist Krieg und Trauer und Menschen sterben. Aber das ist halt die Realität. Richtig. Und wir können uns nicht auf die Fahne schreiben, auch in Serien nicht, auch in der Fiction nicht, dass wir die Realität zeigen wollen. Und dann lassen wir bestimmte Themen einfach außen vor, weil das könnte jetzt unangenehm sein. Nee, es muss unangenehm sein, weil es ist die Realität. Und die Leute, die das betrifft, die wollen gehört werden und die fühlen sich nicht gehört, wenn wir das Thema totschweigen. Und deswegen, ich bin ein großer Fan davon, auch zeitkritische Sachen anzusprechen. Das ist einfach unsere Realität, in der wir leben. Und wir können in dieser Realität nicht leben, wenn wir das wegignorieren. So funktioniert das nicht. Dadurch lassen sich die Probleme ja auch nicht bekämpfen. Das stimmt, ganz genau. Nee, das sehe ich schon auch so, das ist richtig. Klar, wie gesagt, man muss es nur richtig anpacken und auch wirklich dann, ich sage immer wieder, manchmal wird einfach zu viel geredet und nichts getan. Das ist noch der viel größere Fehler, denke ich mal. Wirklich dann auch anzupacken und in irgendeiner Richtung mal sagen, so geht's nicht weiter oder wir machen gemeinsam machen wir die Sache oder wie auch immer. Dass man einfach auch mal Lösungen dann umsetzt. Ja. Und was ich aber in dem Zusammenhang wirklich wahnsinnig wichtig finde, ist, dass man aufhören muss mit dieser seltsamen Aufteilung von, wenn Flüchtlinge von dort kommen, ist es fein, weil die sind äußerlich weiß. Aber wenn Flüchtlinge von hier kommen, die sind äußerlich nicht weiß, dann haben wir ein großes Problem und da kommt eine Invasion. Bullshit. Menschen sind Menschen, Menschen fliehen vor Krieg, Menschen gehören aufgenommen. Wir müssen Menschen helfen. Wir Menschen, die Menschen, Liebe. Helfen. So. Es ist nicht so schwer. Und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, man kann keinen Krieg gegen einen anderen aufwägen. Man kann nicht sagen, die Leute dort haben es schlimmer, die Leute dort haben es schlimmer. Jeder ist in einer beschissenen Situation. Krieg ist scheiße. Aber genau weil Krieg scheiße ist, egal wo er stattfindet, müssen wir auch jedem helfen. So ist es. Ganz genau. Also ich sehe schon, das ist nochmal ein Thema. Ich würde da wirklich fast mal vorschlagen, dass wir uns da vielleicht mal mit ein, zwei Kollegen von dir oder wie auch immer, ich suche mal jemanden noch aus, dann machen wir mal eine kleine Diskussionsrunde machen, wenn du da Lust und Bock drauf hättest. Ey, sehr gerne, weil ich glaube, es ist, wie gesagt, es ist super schwer, vor allem auch auf sozialen Medien, sich dazu wirklich zu äußern, weil man natürlich immer davon ausgehen muss, egal was man sagt, irgendjemand fühlt sich angegriffen. Und das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Man darf sich angegriffen fühlen. Man muss nicht alles toll und super und klasse finden. Aber ich finde es wichtig, dass man eine Möglichkeit findet, miteinander zu reden und sich informieren zu können. Und wenn es eben nun mal meine Aufgabe ist, meinen Followern zumindest so ein klitzekleines bisschen Knowledge mitzugeben und zu sagen, hier, Anstoß, befasst euch mal damit, dann mache ich das. Ob das jemandem ans Bein kackt oder nicht, ist dann erstmal egal. Weil dafür stehe ich einfach als Mensch, dafür komme ich aus einer Stadt, die wahnsinnig politisch ist, dafür wurde ich politisch erzogen. Hm. Und dafür fühle ich mich auch einfach zu privilegiert, um da nicht drüber zu reden. Weil natürlich kann ich hier auf meinem weißen, blonden Po sitzen und mich des Lebens freuen. Aber ich glaube, ich habe eine Verpflichtung, was anderes zu tun. Ganz klar. Und von daher finde ich es ja auch ganz gut, dass auch eure Rookies auch, dass die auch mit teilweise Migrationshintergrund ja eh schon mitbringend, ne? Ja, dass einfach auch hier wichtig mal ein bisschen aufgemischt wird und nicht immer nur, was weiß ich, nur weil er jetzt, sage jetzt mal, Türke ist oder so, der deswegen eine schlechte Rolle kriegt oder den Bösewicht spielen muss deswegen. Absolut. Ganz und gar nicht. Ne? Das ist total wichtig, dass wir solche Klischees brechen. Und ich finde es auch toll, dass Blutiger Anfänger, zumindest was den Cast betrifft, da schon mal an dieser Stelle mal Grüße an Umut und an Bruno. Grüße! Ja! Nee, aber es ist total wichtig, dass wir diese Klischees aufbrechen und die Rookies auch in der Art. Beziehungsweise, das waren jetzt die Titelnamen, ich muss ja anders sagen. Martin und Ubo, ne? Ja! Grüße gehen raus an meine Jungs. Und wenn wir schon dabei sind, dann nehmen wir die Cheyenne kommt auch noch. Die Cheyenne kommt auch noch mit rein, der Erik kommt auch noch mit ins Boot, wir grüßen sie alle. Genau. Nee, aber es ist total wichtig, dass wir solche Figuren zeigen, weil es geht dabei eben nicht nur darum, dass wir Leute im Fernsehen zeigen, die vielleicht zu kurz kommen. Es geht, glaube ich, vor allem auch darum, dass Leute sich identifizieren können.
man muss eine Identifikationsmöglichkeit schaffen und eben nicht eine Identifikationsmöglichkeit für weiße, heterosexuelle Menschen, die sich in ihrem angeborenen Geschlecht sehr wohlfühlen, sondern eben auch Repräsentation für Leute, die vielleicht erst hierher gekommen sind oder die eben noch damit kämpfen, welcher Gender-Identität sie drin sind oder mit welcher Sexualität sie leben. Und ich glaube, dass man da auf einem guten Weg ist, das zu machen. Man muss aber wirklich, wirklich doll aufpassen, dass man nicht anfängt, solche Figuren zu schreiben, um eine Quote zu erfüllen. Entweder du möchtest solche Geschichten erzählen, dann erzähl sie in aller Konsequenz, oder du lässt es sein. Aber dieses nur für die Quote ist auch der falsche Herangehenspunkt. Und ich glaube, da haben wir bei Blutige Anfänger zumindest insofern einen Schritt gemacht, dass die Figuren doch diese Staffel mehr Inhalt bekommen haben, der das untermauert hier und da. Und das finde ich wichtig. Und da muss man, glaube ich, da muss man sehr vorsichtig sein, weil es neigt natürlich schon dazu zu sagen, oh, jetzt brauchen wir aber für die Quote noch. Nee, das darf es nicht sein. Das ist keine Repräsentation, das ist ein Missverständnis. Das ist richtig, ganz genau. Ja, sehr schön. Ich würde fast sagen, da haben wir jetzt schon doch wieder einige Zeit hier plaudern, was sehr schön ist, freut mich. Müssen wir doch noch ganz kurz so ein bisschen auf deine Vorsätze vielleicht fürs neue Jahr nochmal ganz kurz eingehen. Das nimmt man immer den Jahreswechsel gerne dazu. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da will ich unbedingt mich verändern oder da muss was geändert werden, wie auch immer? Ich glaube, jeder nimmt sich ja erstmal den Klassiker vor, ich will mehr Sport machen, ich will mich besser ernähren. So, ja, auch das durchaus. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich an mir selbst arbeiten muss oder wo ich an mir selbst arbeiten möchte, ist mir selber mal ein bisschen Erfolg einzuräumen. So, ich habe das Gefühl, ich bin immer sehr fokussiert darauf, was mache ich als nächstes, wo geht die Reise hin. Jetzt zum Beispiel gerade seit einer Weile nicht gedreht, direkt Identitätskrise, um Gottes Willen, wie mache ich weiter? Mache ich genug? Muss ich nicht mehr tun? Muss ich mich nicht mehr einsetzen? Aber ich glaube, ich muss oder ich möchte daran arbeiten, mir einzuräumen, dass ich auch echt viel gemacht habe und viel geschafft habe und mir da selber auch auf die Schulter klopfen darf, dafür, dass ich doch auch viel schon geschafft habe. Und ich glaube, das ist was, woran ich einfach persönlich arbeiten muss. Und auf beruflicher Ebene, ich möchte mich einfach weiterentwickeln. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder weiter coole Projekte machen darf, wo ich Rollen spiele, die mich herausfordern und die mich vielleicht auch ein bisschen an meine Grenzen bringen. Weil am Ende ist es das, was mich weiterbringt. Am Ende sind es die Figuren, die mich absolut fertig machen, durch die ich, glaube ich, am meisten lerne. Und ich hoffe, dass ich da noch ein bisschen weiter aus meiner Komfortzone rausgezwungen werde nächstes Jahr. Gut, gut, gut. Und Theater, ich weiß, ihr habt ja oder kommst du aus der Theaterfamilie, tut sich da auch noch was oder eher ein bisschen stillgelegt? Also stillgelegt möchte ich nicht sagen. Ich glaube, ich habe mich sehr bewusst die letzten Jahre davon so ein bisschen zurückgehalten, weil ich halt meinen Schauspielschulabschluss im Corona-Jahr gemacht habe. Und dadurch war es ganz, ganz schwierig für mich, mir eine Arbeit am Theater überhaupt vorzustellen, weil ich einfach am Theater lebe ich davon, dass das Publikum da ist und während Covid war halt keiner da. So, war halt blöd. Ich merke aber durchaus jetzt langsam, dass sich eine Sehnsucht in mir breit macht und schon so ein Gefühl von, oh, ich habe mal wieder Lust darauf. Und ich glaube, auch wenn ein Projekt um die Ecke kommen sollte, wäre ich jetzt wieder dazu geneigt zu sagen, weißt du was, ja doch, ich bin dabei. Aber zugegebenermaßen hat es mich jetzt eine Weile gar nicht so doll gereizt. Aber ich glaube, das lag auch wirklich daran, dass ich natürlich in der Schauspielschule einen absoluten Theater-Overload hatte und danach erstmal so ein bisschen auch den Abstand brauchte, um mir das Ganze wieder schmackhaft zu machen. Und jetzt merke ich aber so, okay, meine Finger kribbeln wieder so ein bisschen und man spielt halt am Theater dann doch nochmal ein bisschen abgefahrenere Sachen zum Teil als im Film und Fernsehen. Und da zieht es mich so ein bisschen hin. Vielleicht ist das eben die Art von Herausforderung, die ich mir nächstes Jahr wünsche. Schauen wir mal, genau. Also, dann schauen wir auf alle Fälle auf den 3. Januar mit den neuen Folgen, Blutige Anfänger, 12 neue Folgen. Also unbedingt einschalten, spannende Fälle werden wieder erzählt und wir sehen uns dann hoffentlich in einem weiteren Interview mal wieder. Ich werde mal schauen, dass wir uns da wirklich für so eine kleine Talkrunde mal zusammentun. Ich werde mal ein paar
Kollegen mal fragen. Du kannst dich auch mal umhören. Und dann können wir mal über auch kritische Themen mal ein bisschen quatschen. Sehr gerne. Und da, ich glaub, das wäre cool. Da gehen wir dann sogar live auf Sendung. Das ist, glaube ich, dann noch spannender. Oh ja, auf jeden Fall. Das klingt gut. Okay. Dann sage ich mal recht herzlichen Dank, dass du dir jetzt nochmal Zeit genommen hast und ein bisschen natürlich auch Werbung gemacht hast für die blutigen Anfänger. Und für euch jetzt, wie gesagt, einen guten Start dann mit der neuen Staffel. Und dir vor allen Dingen alles, alles Gute für 2024, für die Zukunft, Dankeschön. Dass alles so umgesetzt werden kann, wie es du dir wünschst. Das hoffe ich auch. Aber ich wünsche natürlich dasselbe. Natürlich, ne? Also es ist ja keine One-Way-Road. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Es ist immer wieder schön, auch mit Leuten über Projekte reden zu können. Und ich würde mich freuen, wenn dann nächstes Jahr wieder was zustande kommt. Sehr gerne. Also, den Zuschauern auch nochmal herzlichen Dank und, wie gesagt, einschalten. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.